Und ihr fragt euch, was das ist? Wir sind hier bei Babas Burger. Hier sind die Patties. Komm mit. Eine Herzensangelegenheit. Ist noch alles roh, alles noch nicht fertig. Hier kommt noch ein ganz großer Löwe hin. Zeig mal hin, Bruder. Das muss doch selbst wissen, dass man jetzt da hinzeigen muss. Alter, Mann, du hast schon mit jedem Rapstar gedreht. Fliegen. Wackel mal mit der Kamera, wenn ich so. Komm, hier draußen wurde gestern schon das Logo angeballert. Wir sind hier nicht weit weg von S-Bahnhof Wedding. Hier siehst du gerade, also sehr, sehr zentral. Ich bin hier jeden Tag vor Ort. Hier oben ist auch die Hauptstation. Und Bruder, wir sind hier mitten im Wedding, zentral von Berlin. Auf jeden Fall bin ich stolz, das ist mein erster Babas Burgerladen. Nicht Babas Döner, sondern Babas Burger. Warum Babas Burger? Weil ich auch nebenbei gerne Burger esse. Und ich mache ab jetzt alles, was mir Spaß macht, was ich gerne esse, tue ich halt auch umsetzen. Und lass die Menschen dran teilhaben. Es ist übrigens sehr, sehr kalt. Zu kalt für eine Glatze. Und ja, schließen wir ab und fahren los, warte mal. Würde ich sagen, ja. Okay. Hier, hier, zeig hier, schnell. Der Original. Boah, nee, weil jeder vorne an der Tankstelle, immer an der Tankstelle fragt einer, ist es ein Umbau? Weil viele lackieren sich ja oder machen sich diese Maybach-Zeichen dran oder so. Ah, eine geile Location zum Rappen, guck mal hier. Ja, ja, für den einen oder anderen Speedrapper. Für mich. Für mich, nein, nicht. Du weißt schon, dass wegen mir viele angefangen haben zu rappen. Ja, das Geile ist, nachdem ich angefangen habe zu rippen, haben einfach die Türsteher angefangen zu rippen. Vorher hat sich kein Türsteher getraut zu rippen. Jeder Türsteher hat sich geschämt, überhaupt was mit Rap zu tun zu haben. Die haben alle angefangen zu rippen. Jeder Mutant aus dem kleinsten Dorf. Kannst du mal bitte anschnallen? Ja, mach ich. Wait a minute! Ich bin angeschnallt. Du, Kameramann, nicht angeschnallt. Von wem hast du den geholt? Er ist ein Ausbildungsfahrer. Von wem hast du den geholt? Jeder Mutant aus dem kleinsten Dorf hat sich auf einmal verwandelt in einen Raubtierartigen Rapper. Umso breiter, umso härter, umso krasser, umso höher, umso weiter, umso mehr Cousins. Ich habe dann immer gelogen mit, ich habe 60, 70 Cousins. Der eine hat mich dann überholt mit 80 Cousins. So ging das Spielchen dann immer weiter. Ja, krank. Auf jeden Fall gut, dass die Zeiten vorbei sind. Die Mutanten haben sich auch wieder zurückgezogen und ich bin noch da, ja. In Wedding. Jetzt fahren wir an den Moe's Tabakstore. Ganz kurz gucken, ob die Bestellung da ist. Mache ich immer so einmal die Woche diese Route. Wegen Bestellungen gucken und ob alles läuft. Da ist immer noch die zerbrochene Scheibe da, also nicht wundern. Aber ich finde, es hat so einen gewissen Flair. Da ja die Leute immer mein Maybach-Logo abreißen oder irgendwas abkratzen, dass ich das nicht mehr poste. Ja. Weil umso mehr ich das poste, umso mehr fühlen sich die Leute dazu berufen, noch mehr zu machen. Ja. Deswegen muss ich da mal so ein bisschen ruhiger werden. Oh, perfekter Parkplatz. Alman sieht der Pokal! Der Rest ist nur Tabak! Das ist auf jeden Fall der Laden hier in der Antonstraße 4. Hier haben sie die Scheibe durchgeschlagen. Hier wollte ich eigentlich ein Graffiti drauf machen, aber ist noch nie dazu gekommen, weil ich sehr viele Termine habe. Also seit einem Jahr komme ich nicht dazu. Den habe ich hier eingesperrt, dass er hier arbeitet. Oh, dafür haben wir keinen Schlüssel. Muss ich mal reingreifen? Ja, wirklich. Da kommen immer diese ganzen Drohbriefe. Ich komme nicht dran. Frohe Ostern. Ne, Spaß beiseite. Ich weiß gar nicht, wer den hier aufgestellt hat. Ich glaube, das haben die Arbeiter hier gemacht, um den Kunden so ein Wohlseingefühl zu geben. So. Was für ein System das ist wirklich krass. Also das ist so eine Unterlage für eine Shisha und die haben wir bei Moos so ein bisschen entwickelt. Guck mal hier für Banger Music zum Beispiel. Guck mal, was für eine Quali das ist, wirklich krass. Ja, echt krass. Da stellst du halt die Shisha drauf. Unterlage, ne? Ja, ja. Krass, wirklich krass. Das ist massiv 265 Kohle, das ist die einzige goldene Kohle. 265, warum? 65 für Wedding, aber es hat noch einen anderen Grund. 65 mal 665, weil das die einzige Kohle ist, die 26,5 cm ist. Krass. Millimeter. Und nicht 27 oder nicht 26, genau das Mittelding. Und die passt dann besser in so einem Dingkopf rein. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, also die sind nicht zu groß. Ja, genau. Und es ist wirklich astreine Premium-Kohle, Bruder. Mua. Was ist denn deine Lieblings-Shisha? Sieht man die hier irgendwo? Also für mich die Wanted.
die ist so am simpelsten und am besten für Home, für zu Hause. Weil alles andere zu groß und zu klein, das ist, du musst genau das Mittelding haben. So. Und Most Wanted hat genau die Mitte getroffen. Perfekt für zu Hause und hat einen krassen Durchzug und krasse Rauchentwicklung, alles. Also da bin ich komplett zu 100% zufrieden. Natürlich alle Most Pfeifen sind Top Level, aber die ist natürlich komplett für den Gebrauch perfekt. Muah. Hier rein. Hier. Mhm. Ungefähr hier. Und hier raus. War schmerzhaft? Mhm. Nee, war eigentlich direkt weg. Hat nicht so gespürt, so Aua oder irgendwas. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit gehabt, irgendwie Schmerzen zu verspüren. Und dann kam ich wieder zurück. Nikola, wie oft rufe ich dich? Immer wenn ich Probleme habe. Immer wenn was los ist, dann lösen wir das. Aber diesmal ist wirklich brutal. Aber bei ihm ist auch so, dass es nicht einfach so eine Massage ist zum Entspannen oder so. Du bist original einfach. Medizinische Handgriffe, die wehtun und danach gut tun. Tut echt. Also einmal hat er mich massiert. Das hat so krass wehgetan, dass ich abgebrochen habe und ihm erklärt habe, dass ich jetzt ein bisschen chillen mag. Er ist manchmal in Spanien unterwegs, an der ganzen unteren Küste. Und massiert dort alle Menschen, die nicht bei drei auf dem Baum sind. Ja, auf jeden Fall, ey. Aber wir können auch direkt dahin. Okay, da ist es. Er hat's direkt geangelt. Da ist das Problem. Klar. Was ist da? Das Steißbein? Oder? Also Steißbein ist noch ein Tick tiefer, aber das ist hier dein Gluteus Medius. Das sieht dann wie Asterix und Obelix. Ja, das ist auch so ein Hüftstabilisator. Boah. Der macht gerne mal zu, weil der auch nicht spezifisch trainiert wird, meistens. Ich glaube, ich bin der Einzige, der wirklich auf Farid gehört hat. Ich habe noch nie Beine trainiert. In den Muskelfasern hast du ein paar Erbsen drin, das sind so genannte Triggerpunkte, die dann ausstrahlende Schmerzen machen können. Also manche Leute zum Beispiel, die haben Kopfschmerzen, aber der Nacken ist zum Beispiel zu und die denken, die haben Kopfschmerzen, aber es kommt eigentlich vom Nacken. Krass, ja. Und genauso ist halt oftmals, Leute denken, die haben irgendwelche Beschwerden mit Ischiasnerv. Kann auch indirekt sein, weil ein Muskel, Piriformis heißt der zum Beispiel, wenn der beeinträchtigt ist oder auch eben diese Erbsen hat oder verspannt ist, dann sorgt das auch für so ausstrahlende Schmerzen. Ja, und das ist jetzt einfach klassische Triggerpunkttherapie. Danach kümmern wir uns nochmal um das Hüftgelenk und das ISG, um sozusagen alle Schichten abzudecken. Das tut schon richtig weh, Alter. Jetzt einmal Kopf anheben, Kopf in die Luft, genau. Und jetzt einatmen und beim Ausatmen locker lassen. Genau, geht nur, wenn du locker lässt. Jawohl, und am Ende. Oh, shit. Ah! Ah! Das war die Liege. Ah! Vorführeffekt aus der Hölle, Leute. Okay, das war's mit der Liege. Die Liege ist durch, Leute. Ey, warte mal, ich bin noch ein bisschen unter Schock. Ist nicht so ein Stock in meinen Rücken reingegangen? Nein, nein, ist nicht. So ein klassischer Todesfall in der Bildzeitung. Patient verstirbt auf der Liege. Die Liege ist sowas von stabil. Ja, die hat so viele Jahre gehalten. 150 Pusten. Boah, die ist komplett eingeknackt, Bruder. Ja, ja. Die hat viele Jahre treuen Dienst erwiesen. Aber die ist jetzt. Imagine. Willkommen in den Wedding, Bruder. Man merkt schon direkt. Am meisten habe ich ja gemerkt, wenn ich aufstehe, in der Hüfte, in diesem Bereich. Ja. Was? Nee, nee. Tausendmal besser. Ist noch ein bisschen da oder ganz weg? Es ist minimal, aber nicht wie vorher. Vorher war es wirklich, war's wirklich frontal. Ja, dann dank dir auch. Das macht wie viel? Gar nichts. Nee, ich zahle immer mit der EC-Karte. Meldet euch bei ihm, er ist auch in den Kommentaren unten verlinkt. Ne, also wie nennt man das, in den Credits? Ja, unten in der Beschreibung.
Oder wir packen seinen Namen jetzt einfach hier rein. Okay, alles klar. Peace out! Sag dem Bescheid. Mach nicht diese Filme. Wie geht's was? Mach nicht diese. Für welchen Kanal ist das? Der massiv unterwegs, Bro. Der uns immer gesperrt. Ja, jedes Mal mit gesperrt, Bruder. Nee, jetzt ist auf Whitelist. Jetzt ist Bruce offiziell auf Whitelist, weil er oft Sachen von mir benutzt. Er darf alles. Ein ganz normaler Tag. Massiv unterwegs. Wir sind hier Alexanderplatz. Boah, ist die Wahnsinn hier. Ja. Nee, die ist teuer. Das ist yeah. Nein, das ist Ja, ist warm drin, oder? Wegen den Lichtern und so. Was ist Doc Martens? Einfach so, wie wir vorhin geredet haben. Auf locker. Ja, wie geht's jetzt? Ja? Alles klar bei dir? Wie geht's? Alles klar bei dir? Bei mir ist schwer. Ich bin ja der Mampf. Du hast schon gemampft, bevor alle kommen. Hier, Alter. Ja, geil, sehr gut. Willkommen in Wedding, Bruder.